Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu den Medientagen Mitteldeutschland. Wir haben jetzt das Thema Auftrag und Struktur. Wie besteht der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Wettbewerb? Und dazu begrüße ich ganz herzlich in dieser Runde Dr. Thomas Bellut, den ZDF-Intendanten, Dr. Benjamin Grimm, den Staatssekretär für Medien in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Professor Dr. Bernd Holznagel, Professor für Medienrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Oliver Schenk, Chef der Staatskanzlei Sachsen und Staatsminister für Medien und Professor Dr. Carola Wille, die Intendantin des MDR. Wir saßen hier schon in ähnlichen Runden, auch bei früheren Medientagen Mitteldeutschland zusammen und haben damals auch schon über Auftrag und Struktur gesprochen. Heute haben wir jetzt die besondere Situation, dass es einen Entwurf gibt für einen neuen Medienstaatsvertrag, wo der Auftrag neu definiert werden soll. Die Ministerpräsidenten der Länder werden sich nächste Woche treffen und darüber sprechen. Ziel ist, mit dem neuen Medienstaatsvertrag das Profil der öffentlich-rechtlichen Sender zu schärfen, damit ihr Angebot sich besser von dem kommerzieller Anbieter unterscheidet. Und die Frage, die sich da stellt, die wir heute auch besprechen wollen, ist, wie muss ein Programm gestaltet sein, das nicht nur informiert und unterhält, sondern darüber hinaus auch einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Herr Schenk, vielleicht können Sie für uns ein bisschen den Vorhang lüften und einen kleinen Ausblick geben oder Einblick darin, was Sie jetzt geplant haben, genau in Sachen Auftrag und Struktur der Öffentlich-Rechtlichen. Was soll da drin stehen in dem neuen Medienstaatsvertrag? Ja, sehr gerne. Wir sind ja seit längerer Zeit in dieser Diskussion, Sie haben es angesprochen, wir saßen auch öfters schon in dieser Konstellation hier bei den Medientagen. Und aber die Reformschritte sind noch nicht so richtig in Gang gekommen. Und ich glaube, dass wir jetzt aber wahrscheinlich auch durch die Pandemie, die uns ja doch auch noch mal gezeigt hat, welchen Wert ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat, was er leisten kann, wie er faktenbasiert Wissen vermitteln kann, wie er unterstützen kann, in der Not auch bestimmten Formaten einen Raum zu schaffen. Wir haben das gesehen in der Kultur. Man sieht aber auch, dass es Dinge gibt, die besser hätten laufen können. Ja? Vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bei dem leidigen Thema des Homeschooling, der Unterstützung von Eltern und Kindern. Und daraus abgeleitet merke ich schon jetzt einen größeren Bedarf oder auch eine größere Reformfreudigkeit. Und ich glaube, das hilft uns jetzt, damit wir die Schritte, die wir gehen wollen, auch auf den Weg bringen können. Und Sie haben einen Punkt angesprochen, das ist das Thema der Unterscheidbarkeit. Es geht aber auch um die Frage, glaube ich, entsprechende Angebote zu machen für Jung, Alt, für Menschen mit Behinderungen, für Sport, für bestimmte Interessengruppen. Und wir haben uns ein Zwei-Schritt-Prinzip vorgenommen, das haben wir eingebracht in die Rundfunkkommission. Wir wollen jetzt im ersten Schritt diese Debatte über Auftrag und Struktur fortsetzen dort. Das wollen wir sehr zeitnah, das ist ein sehr ehrgeiziger Fahrplan, Sie haben ihn angesprochen. Wir wollen bis zum Herbst zur Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten einen geeinten Entwurf haben. Der soll dann nach unseren Vorstellungen am 1. Januar 2023 in Kraft treten, rechtzeitig vor der nächsten Beitragsperiode. Und im zweiten Schritt wollen wir dann die Finanzierungsfragen auch klären. Dazu wollen wir abwarten, was jetzt auch Karlsruhe nochmal kommt, mit Blick auf die Entscheidung, die Ende letzten Jahres unser Nachbarland getroffen hat oder nicht getroffen hat. Und dann wollen wir in dem zweiten Schritt diese Finanzierungsfragen angehen. Das ist insgesamt, finde ich, ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Ich glaube, wir sind momentan ganz gut unterwegs. Ich spüre auch eine größere Reformfreude als in der Vergangenheit, auch durchaus ein gewisses Maß an Einigkeit. Aber es gibt noch einige Fragen, die natürlich auch zu klären sind. Und das liegt jetzt vor uns in den nächsten Tagen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden. Gut, ich will da ein bisschen konkreter werden. Ich habe auch schon mal Einblick bekommen in diesen Entwurf, der da vorliegt. Das große Stichwort ist ja Flexibilisierung. Und das eine ist eben das öffentlich-rechtliche Angebotsprofil zu schärfen. Es gibt da diese schöne Formulierung, ich musste mir die aufschreiben, weil ich habe es nicht geschafft, sie auswendig zu lernen. Das Gesamtangebot soll einer anderen Entscheidungsrationalität folgen als der ökonomischen Anreize. So, das folgt im Wesentlichen natürlich dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, genau, ZDF-Urteil.
Und unter anderem steht in dem neuen, in dem Entwurf für den Medienstaatsvertrag, über den die Ministerpräsidenten ja, wie ich denke, nächste Woche auch beraten werden, dass die dass bestimmte Kanäle nicht mehr beauftragt werden sollen, wie ZDF Neo, ZDF Info, Z1 Festival, wie es immer noch heißt im Rundfunkstaatsvertrag, in Wirklichkeit heißt es inzwischen One, Tagesschau 24 und ARD Alpha. Herr Bellut, das ist Flexibilisierung. Sagen Sie jetzt Hurra, ich schaffe jetzt ZDF Neo und ZDF Info ab? Das würde ich sehr ungern tun, weil Sie eben auch dem entsprechen, vor allem ZDF Info, was Sie zuvor gesagt haben. Ich glaube, die Profile der Hauptprogramme, Carola Wilde kann zu dem regionalen Programm was sagen, sind doch eindeutig unterscheidbar zu den Privatmedien. Also ich glaube, da kann ich sofort sagen, in Ordnung, das können wir so machen. Der Informationsanteil des ZDF-Programms liegt im Augenblick bei etwa 45%. In den Corona-Zeiten ist es nochmal gestiegen. Bei der ARD kenne ich nicht die genauen Zahlen, nehme aber an, dass es fast genauso viel ist, ähnliche Dimension. Nein, also dass wir uns unterscheiden müssen, ist doch klar, das tun wir auch. Man muss schon sehr, sag ich mal, wenig Fernsehen sehen, um zu vermuten, wir seien es zu ähnlich. Die Auftragsdiskussion, also ich will schon, dass wir Teil der Lösung sind und nicht des Problems, ja. Aber für die Anstalten hängt natürlich viel daran. Ja, wenn man nur weniger Programme beauftragen will, darüber kann man diskutieren, sind die, die nicht beauftragt sind, schnell Programme zweiter Klasse. Und das finde ich nicht richtig. Wenn ich zum Beispiel ZDF Neo sehe und Info, das sind auch die Lieferanten für die Mediathek, also für den digitalen Markt. Was dort läuft, ist jünger, ist auf Zielgruppen zugeschnitten und läuft super in der digitalen Verbreitung in der Mediathek. Und deswegen brauchen wir eigentlich diese Spartenprogramme. Gleichwohl, wenn die Länder mit einem wirklich konkreten Vorschlag auf uns zukommen, bisher sind die Intendanten ja nicht offiziell dabei, unsere Justiziare sind im Gespräch, mit Herrn Schenk komme ich bestimmt noch ins Gespräch, darüber will ich wirklich versuchen, konstruktiv daran mitzuarbeiten. Aber nochmal, es ist nichts, was für die Anstalten eine Leichtigkeit ist. Ja, es hängen komplizierteste Zusammenhänge daran, die wichtig für unsere Sender sind. Naja, wenn ich mir jetzt das Programm von ZDF Neo anschaue, dann frage ich mich schon, wenn da viermal am Tag Bares für Rares läuft, ob das nicht genauso gut in der Mediathek stehen könnte. Also ZDF Neo sollte ja eigentlich mal ein Motor für Innovation sein. Ich habe den Eindruck, das ist es nicht mehr so. Ja, wenn wir von den Ländern mehr Geld bekämen, ja, könnte man das machen. Wir müssen gucken, und das ist ja auch die Basis der Auftragsdiskussion. Die ökonomischen Mittel sind nicht unbegrenzt. Ja, also das heißt, wir müssen uns selbst auch überlegen, was können wir noch finanzieren und was nicht. Neo macht für mich eindeutig Sinn im Moment, aus zwei Gründen. Erstens, Joko und Klaas, weggekauft dann von den Privatsendern, sind bei Neo groß geworden. Jan Böhmermann, muss ich Ihnen gerade nicht sagen, Sie kennen das natürlich alles, konnte sich dort entwickeln. Und da gibt es auch viele Fiction-Formate, die wir dort zeigen. Ich nenne mal eins für ein ganz junges Publikum namens Druck, das sich an die Schülerinnen-Generation gewendet hat, wurde da linear gezeigt, hatte aber den wahren Erfolg in der Funkfamilie digital. Ja, also es macht schon Sinn, das zu tun. Richtig ist aber, je mehr wir in digitale Ausspielungswege investieren müssen, desto stärker müssen wir uns natürlich fragen, was können wir linear noch finanzieren. Da treffen wir uns dann wieder. Also in der Diskussion bin ich gerne dabei. Aber Info zum Beispiel zeigt ja ununterbrochen Dokus. Das jüngste Publikum aller kleineren Kanäle. Das best eingeschaltete Informationsprogramm. Entschuldigung, dass ich das jetzt so deutlich sagen muss. Das sind Fakten, ja. Liefert auf der ZDF-Mediathek die so wichtige Infoleiste, ja. Die sehr gut gefragt wird, auch digital. Also wir arbeiten schon zukunftsorientiert. Es kann eine Zeit kommen, wo man sagt, lass uns bestimmte Angebote zusammenfassen, das meinen ja die Länder auch, oder anders ausstrahlen. Aber das müssen wir ganz genau timen. Ich frage mich nur. Das heißt nicht Einstellung, will ich nur kurz sagen, weil wir gerade bei diesem Gedanken sind. Und es bietet Spielräume. Ich finde, es ist eine Chance. Ich würde es nicht negativ sehen, ich sehe es positiv. Und ich finde, wir sind ja als System sehr unter Druck. Und wir wollen ja diese Spielräume schaffen für Innovationen. Und ich glaube, wir brauchen Innovationen auch im Öffentlich-Rechtlichen, um dieser Konkurrenz standhalten zu können. Ja, das Thema Flexibilisierung würde ich jetzt gerne auch mit Herrn Grimm nochmal ansprechen. Sie haben gerade versucht, beim
Rundfunk Berlin-Brandenburg einen neuen Staatsvertrag zu verabschieden, zusammen mit dem Land Berlin, in dem genau das stattfinden sollte. Bestimmte Radioprogramme sollten eben nicht mehr beauftragt werden im Staatsvertrag und somit dem RBB die Möglichkeit eröffnen, diese auch digital zu veranstalten. Das hat aber ziemlich Proteste hervorgerufen, weil die Befürchtung war, dass dann bestimmte Programme, zum Beispiel RBB Kultur, am Ende im Digitalen verschwinden. Sie haben jetzt auch den Staatsvertrag ausgesetzt, also Sie stehen vor Wahlen auch nochmal demnächst und haben gesagt, das muss jetzt noch ein bisschen warten. Wie sind Sie, hatten Sie nicht mit diesem heftigen Protest gerechnet gegen diese Flexibilisierung? Naja, wir standen vor der Frage, sind zwei Länder betroffen, Berlin und Brandenburg, ob wir es noch probieren, vor der Berliner Wahl diesen wichtigen Staatsvertrag zu ändern, diese Novellierung zu machen, und hatten uns dann erhofft, dass wir das noch schaffen. Müssen wir jetzt im Nachhinein eingestehen, wir sind dann doch ziemlich in den Berliner Wahlkampf reingeraten. In Brandenburg gab es auch Diskussionen dazu. Ich habe im Hauptausschuss des Landtages auch dazu Rede und Antwort gestanden. Und es gab auch ansonsten natürlich dort einen großen Bedarf, das zu erörtern. Aber insgesamt wollten wir Brandenburger das schon und mussten dann einfach zur Kenntnis nehmen, dass es dann in Berlin jetzt vor der Wahl wohl nicht mehr der richtige Zeitpunkt war. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen es für den Moment aus. Und sobald sich dann in Berlin eine neue Regierung gebildet hat, gehen wir das Thema nochmal mit Schwung an. Die RBB-Intendantin hat ja, glaube ich, im Medienausschuss recht deutlich gesagt, dass es durchaus ihre Option ist, da die kleineren oder das Kulturprogramm möglicherweise eben auch im Digitalen, ich sage jetzt mal, verschwinden zu lassen. Wäre das denn in Ihrem Sinne überhaupt? Also die Begriffe verschwinden lassen, abschalten, ich finde, sie führen eigentlich in die Irre. Mhm. Wir haben einen Auftrag, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland alle Menschen erreichen soll, alle Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich jetzt mal an meine 19-jährige Schwägerin denke, die schaut kein Fernsehen. Ja? Die guckt YouTube, die guckt sich andere Plattformen an. Und von daher glaube ich, wenn man dem Auftrag in der heutigen Zeit gerecht werden will, dann muss man einfach auch verschiedene Formate bedienen. Und von daher wollen wir den Sendern die Migration in diesen digitalen Raum ermöglichen. Wir wollen es nicht erzwingen, nicht vorgeben. Ich glaube auch nicht, dass ein Intendant ein erfolgreiches lineares Programm abschalten wird leichtfertig, sondern ich gehe davon aus, dass man dort, und das hatten wir im Staatsvertrag so auch angelegt, natürlich eine Gremienentscheidung herbeiführen muss und dass das erst dann geschieht, wenn es auch die Zeit reif ist. Aber die Möglichkeit zu eröffnen, das halte ich schon für richtig. Die Frage ist natürlich immer, woran man Erfolg misst. Also ist Erfolg einzig das, was populär ist, oder ist Erfolg bzw. öffentlich-rechtliches Profil nicht auch das, was eben zum Auftrag gehört? Und da steht ja jetzt in dem Staatsvertragsentwurf, steht ausdrücklich sogar zweimal das Wort Kultur drin. Herr Professor Holznagel, die Flexibilisierung der Programme, ist das was, wo Sie sagen, ja, das ist verfassungsgemäß, das kann man durchaus machen, dass man das jetzt im Staatsvertrag nicht mehr so genau festschreibt? Das kann man machen, ja. Ich erinnere mich an die Zeit vor rund 25 Jahren, wo viele Länder nur Generalklauseln in ihren Rundfunkgesetzen hatten. Und damals die große Frage war, ob ich überhaupt ein Spartenprogramm ins Gesetz schreiben darf, weil das immer eine Beeinträchtigung der Programmhoheit der Anstalt oder der Gestaltungsmöglichkeiten der Intendanten ist. Also da sehe ich verfassungsrechtlich eigentlich kein Problem. Und so würde ja eben hier auch diskutiert. Das Problem ist ja dann eher eins, ich sage es mal neudeutsch, des Controlling. Also, dass sozusagen klar ist, was Kultur ist und dass man weiß, wie man es überprüft und dass man dann dafür Verfahren einrichtet. Das wäre dann wieder was, was die Gremien betreffen würde, die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die darauf achten müssten, dass diese Elemente auch genug im Programm vorkommen.
Das muss nicht nur sein. Also wenn Sie mal in die Schweiz gucken oder nach Österreich, da gibt es diese Public Value Einheiten des österreichischen Rundfunks. Der schweizerische Rundfunk hat, nachdem damals die Rundfunkgebühr ja fast abgeschafft wurde durch Volksentscheid, hat ja dann quasi eine offensive Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern gesucht und hat von daher näher definiert, was man machen muss. Ich denke, dass die Entwicklung in Deutschland jetzt auch dahin gehen wird. Nun ist die SRG, SSR sowieso etwas anders verfasst als die deutschen Rundfunkgremien. Da gibt es ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Publikumsrat, wo man sich reinwählen lassen kann. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Modell als in Deutschland, ne? Ja und nein. Also die Grundidee ist ja immer gleich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verankert ist in der Gesellschaft. Wir haben halt die Tradition stärker, das über die Verbände zu machen. Das hat Probleme. Also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, das hat ja auch Verknöcherungselemente oder Verkalkungstendenzen. Und deshalb hat ja das Bundesverfassungsgericht auch schon eine ganze Reihe von Positionen aus diesen Gremien heraus definiert, dass die stärker mit der, also von der Gesellschaft kommen sollen, dass die sich melden dürfen, dass die gewählt werden. Das kann man ja auch weiterführen. Mhm. Auf jeden Fall muss man, klar, Sie haben es ja gesagt, also das Ziel ist, glaube ich, hier in dieser Runde ziemlich gemeinsam. Die Frage ist, wie macht man das? Wie bringt man die jungen Leute wieder stärker in den Apparat rein? Was wollen die überhaupt haben? Und lassen Sie mich das als Letztes noch sagen. Wir gucken jetzt immer von linear auf nonlinear. Es ist ja auch denkbar, dass man mal von nonlinear auf linear kommt. Wir hatten das damals ja mit dem Schlagwort des sogenannten Cloud-TV charakterisiert. Es ist heute völlig wurscht, ob Sie im Computer lineares Programm erzeugen und verbreiten oder nonlineares. Mhm. Und wenn sich herausstellt, dass bestimmter Weg falsch war, dann wird er eben geändert. Mhm. Netflix hat in Frankreich jetzt ein lineares Programm eingeführt. Ja, ja. Mhm. Frau Professor Wille, Sie haben die Vision kürzlich in der FAZ, die Vision eines Kommunikationsnetzwerks, eines öffentlich-rechtlichen Kommunikationsnetzwerks entworfen, wo die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen der Knotenpunkt sind, Foren schaffen sollen. Das, wäre das eine Verabschiedung? Würden Sie sich damit ganz verabschieden von dem alten Senderprinzip und sozusagen auch auf Empfang schalten, also auf echte Kommunikation mit dem Publikum? Also ja und nein. Ich versuche es ein Stück zu erläutern. Also Hintergrund dieser Überlegungen für ein solches Kommunikationsnetzwerk ist ja die letzte Entscheidung, das letzte Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts. Und dort wird klar formuliert, dass die Bedeutung des Öffentlich-Rechtlichen im Digitalen wächst und auch, dass wir so etwas wie eine Gegengewichtsfunktion entwickeln müssen. Gegengewichtsfunktion im Sinne, dass es eine Orientierung, eine starke Orientierungsfunktion gibt und eine Vielfaltssicherung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten soll. Und das Interessante ist, dass das Bundesverfassungsgericht eben diese tiefgreifenden, also auch kommunikativen Veränderungen in der Gesellschaft aufgegriffen hat und dass eben, wenn algorithmengesteuert die Inhalteauswahl erfolgt, dass da durchaus eine Vielfaltsverengung, eine Verstärkung von gleichgerichteten Meinungen in der Gesellschaft damit verbunden sein kann als Risiko und dass natürlich sich die Frage stellt, wie schafft das dann eine demokratische Gesellschaft Öffentlichkeit zu schaffen, wenn so viele Teilöffentlichkeiten noch dazu entstehen und wie schafft man diesen gesellschaftlichen Diskurs am Laufen zu halten? Und das ist der Grundgedanke, der für mich dann dahinter lag, dass ich gesagt habe, eigentlich brauchen wir von Rundfunkanstalten eine Entwicklung zu Content-Netz, ein Content-Netzwerk, was einen Kommunikationsraum schafft, der gemeinwohlorientiert ist, also wo unsere Inhalte sich an demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen in einer Gesellschaft orientieren und dass wir es tatsächlich schaffen, in diesem Netzwerk eine Gesellschaft zu integrieren. Und dazu brauche ich eben unterschiedliche Angebote. Ich brauche Fernsehen, da bin ich sehr bei Herrn Pellut nach wie vor. Ich brauche Radio und ich brauche starke, relevante Telemedien. Mhm. Und das zu verbinden, integriert zu planen und dazu auch den Diskurs, Diskursräume mitzuschaffen, das verbirgt sich hinter der Idee eines solchen Kommunikationsnetzwerks, wo wir, glaube ich, alle Platz hätten und sozusagen gut vernetzen können. Sie reden von Öffentlichkeit. Ich habe jetzt in den letzten Monaten von Corona beobachtet,
Also uns ist ja sozusagen die reale Öffentlichkeit abhanden gekommen, dadurch, dass wir quasi nicht mehr rausgehen konnten. Dadurch haben die Programme tatsächlich wieder an Bedeutung gewonnen, hatte ich den Eindruck. Also die Fernsehprogramme, die Radioprogramme haben an Bedeutung gewonnen. Ist jetzt nicht diese, Ihr Kollege Herr Buro vom WDR hat ja diese Vision entworfen von einem Programm, einem Netzwerk für 80 Millionen Programmdirektoren. Das wäre doch im Grunde genau das Gegenteil. Da würde ich ja dann lauter kleine Teilöffentlichkeiten haben, aber im Grunde keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr schaffen. Wo wäre die gemeinsame Öffentlichkeit, die die öffentlich-rechtlichen Sender schaffen würden? Dass eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, das Öffentliche braucht als gemeinsames Öffentliche, und das Debattieren über Zukunftsfragen mit verschiedenen Perspektiven, Sichtweisen, und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir tatsächlich so publizistisch relevant sind, dass wir in dieser Gesellschaft verortet sind mit linearen und nonlinearen Angeboten, dass wir sie sozusagen diesen Diskurs mit befördern. Mhm. Mit Infunk beispielsweise. In einem Kulturnetzwerk, wo wir beide diskutieren, wie kann sowas ausgestaltet werden. Also ich glaube, dass das gemeinsame Diskutieren, das Öffentliche notwendig ist. Und wir müssen intensiv darüber nachdenken, wie schaffen wir es, wenn so viele unterschiedliche Stimmen ja nebeneinander möglich sind. Das heißt ja noch nicht, dass ich damit das Öffentliche erreicht habe. Ja. Ich brauche es sozusagen, und deswegen müssen wir auch aufpassen, wenn wir personalisieren als öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich glaube, wir müssen eine Balance finden zwischen sicherlich auf das Individuum zugestützte, entsprechende Bedürfnissen orientierte Angebot, aber auch eine Kuratierung, die sozusagen die Relevanz, das Journalistische mit diesem Personalisieren verbindet. Ich glaube, da müssen wir noch tief drüber nachdenken, wie das gelingen kann. Das soll ja im Grunde auch beauftragt werden, Herr Schenk. Die Rede ist ja in dem Medienstaatsvertrag auch davon, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre Telemedienangebote enger vernetzen sollen. Könnten Sie das noch ein bisschen ausführen, wie Sie sich das vorstellen? Also soll das am Ende auf eine gemeinsame Mediathek herauslaufen, oder was für Ideen haben Sie da? Ja, das ist schon ein wichtiges Anliegen, weil wir ja sehen, wie sehr sich auch das Nutzungsverhalten verändert. Aktuelle Zahlen wieder, die sagen, irgendwie jeder zweite Deutsche über 14, der entsprechende Angebote der drei großen Streaming-Dienste nutzt. Und hier muss aus unserer Sicht schon der Öffentlich-Rechtliche auch konkurrenzfähig bleiben. Aber es ist nicht die Kopie, glaube ich. Wir brauchen Innovationen, auch in diesem Bereich, um die Stärken des Öffentlich-Rechtlichen auch in dieser Plattformstrategie zu realisieren. Ich glaube, es wäre klug, sagen, eine gemeinsame technische Plattform zu schaffen. Aber auf dieser Plattform soll auch jede Marke, jedes Genre sich selbst dann auch entwickeln können. Da wollen wir gar nicht so viele Vorgaben auch machen. Erstens sind wir da nicht die Experten dafür, aber wir wollen den Raum schaffen, Raum für Innovationen. Und was Frau Professor Wille gerade vorgestellt hat, sagen, an diesen Gedanken, Dinge zu vernetzen, einen Diskursraum zu schaffen, das ist eine spannende Idee, kann ich mir persönlich gut vorstellen. Aber es gibt sicherlich noch viele andere. Und wir sehen an, aber ich glaube, die muss man intensivieren, ausbauen, und wir wollen als Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, und dann brauchen wir tatsächlich neue Ideen, Ansätze, mit denen man das dann auch füllt. Das ist am Ende vielleicht auch nochmal eine Frage, wie man dafür auch finanzielle Anreize schafft. Wir wählen ja diese Frage auch noch, ja, wie wir für Innovationen vielleicht auch nochmal zusätzlich Anreize schaffen, durch einen Innovationsfonds, Innovationstopf oder so etwas, damit wir sagen, das, was an Wettbewerb vielleicht ein bisschen zu wenig da ist, sagen, nochmal durch andere Anreizmechanismen rauskitzeln da. Aber das ist etwas, was wir uns für den zweiten Schritt hervorbehalten haben. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall bei diesem Thema mehr tun und auch jetzt schnell auf den Weg bringen. Herr Bellut, welche Ansätze gibt es denn schon in den Sendern für so eine gemeinsame Netzwerkarchitektur, nenne ich es jetzt mal? Also ich sage es ungern, aber ich bin mit fast allem einverstanden, was Sie gesagt haben, wie das aussehen kann. Können wir mit Herrn Grimm gleich auch noch drüber sprechen, er hat ja auch Ähnliches publiziert. Also genau das ist der Weg nach meiner Meinung. Wir können nicht etwas aufbauen, das Netflix ähnelt. Ja, solche Kopien lohnen sich nicht, genau wie der Versuch mal war, so ein europäisches Google oder anderes aufzubauen, wird nicht funktionieren. Aber wir müssen was tun. Die US-Plattformen konzentrieren sich ja immer mehr, fassen sich zusammen, gewaltige Kapitalanstrengungen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung für die Landschaft, für den Standort Deutschland. Ja, ganz klar.
Und deswegen ist unsere Idee, seit Wochen arbeiten wir daran, wir sind mit der Idee jetzt im Kontakt, mit über die Kulturplattform haben wir ja ohnehin schon geredet, das macht keinen Sinn, sich nur alleine aufzustellen, da müssen wir gemeinsam arbeiten. Also genauso ist es gemeint. Wir müssen ein Streaming-Netzwerk schaffen, ja, das sozusagen einen gleichen Konstruktionsplan hat, gleiche Empfehlungswerte, Systeme, auch Personalisierung, in bestimmten Maß muss es ja sein für die Nutzer. Und das ist dynamisch, es kann sich weiterentwickeln. Es muss also nicht mehr sein, dass das ZDF an seiner Mediathek weiter optimiert, parallel die ARD das tut. Ich bin der Meinung, wir sollten das zusammentun, ja, sollten unsere Energien dort bündeln. Ich meine nicht, dass wir da einen Apparat aufbauen, ja, aber erarbeiten, was ist der beste Weg, sodass sich jeder Nutzer, der sich in ZDF-Mediathek einklingt, auch die Programme, die besten Serien der ARD bekommt und umgekehrt. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Und je gleicher die Struktur ist, desto leichter fällt dieser Wechsel. Das heißt, im Grunde sind es dann auf einer technischen Plattform mehrere Häuser. Keiner will doch die dritten Programme, die Mediatheken abschaffen oder die Apps, die werden benötigt. Aber dass wir gerade in dem kleinen Segment, was Netflix und andere bearbeiten, das sind ja Serien und Dokus, dass wir uns da konzentrieren, öffentlich-rechtlich zusammenziehen und offen sind, da schließe ich mich an Corolla an, auch offen sind für Partnerschaften. Ja, die Kulturplattform bei uns arbeitet ja mit Museen zusammen, mit Theatern. Läuft gut, ist kein Massending, ja, aber ein wunderbares Experimentierfeld. Und so stelle ich mir auch dieses neue Streaming, offene Streaming-Netzwerk vor, ausgerechnet auf den Standort Deutschland, eben mit der Qualitätsware, die wir haben, in Deutschland und Europa hergestellt. Da bin ich durchaus optimistisch, dass das klappt. Würde ich jetzt gerne nochmal einhaken bei ZDF Kultur. Sie haben gesagt, das ist kein Massending. Sie hatten ja vorher auch ein Programm, ZDF Kultur. Haben Sie damit mehr Menschen erreicht als mit dem digitalen Angebot? Ja, das muss ich sagen. Es war sogar so, als wir beschlossen haben, den Ländern mitgeteilt, wir wollen es nicht weitermachen, haben wir dort Disco mit Ilja Richter, nur die Älteren erinnern sich noch an den Künstler, ich weiß nicht, ob Herr Grimm ihn noch kennt, und das hatte gewaltige Quoten und lief nahezu kostenfrei. Damit kann man auch sehen, reines Abschalten, denn die Verbreitungskosten sind relativ gering. Es war das Personal, das wir nicht mehr bezahlen konnten. Es war zu viel und wir hatten Arte und Dreisat ja als Programme. Also was hat das gebracht? Ich kann jetzt vielleicht konkret sagen, bei der Sendung Kulturzeit, das ist ja der Kern, eigentlich der Kernprogramme von Dreisat, das erreicht linear im Schnitt annähernd 300.000 pro Ausgabe. Das komplette Kulturangebot auf unserer Plattform, auf der Mediathek, ja, erreicht ungefähr 25.000 bis 30.000, manchmal auch 50.000 pro Tag an Sichtung. Aber rein die Kulturzeit, diese kleine Sendung, kommt nicht über 10.000 hinaus. Man sieht ganz klar, ich könnte es an unendlich vielen Beispielen noch wiederholen, da gibt es noch Nutzungsunterschiede. Trotzdem lernt man dadurch sehr viel, was geht, und die Zeiten ändern sich. Wir sind aufgestellt auch für andere technologische Entwicklungen, die kommen. Herr Grimm, das zeigt ja, dass lineare Programme doch durchaus noch sehr stark genutzt werden. Wie wollen Sie garantieren, dass diese Sendungen, also Kulturzeit, wo man sagen kann, 300.000 Menschen, das ist ja eigentlich eine ganze Menge, also viele Zeitungen wären froh, wenn sie so viele Leser hätten, dass solche Sendungen dann tatsächlich auch weiter noch in dem linearen Programm zu sehen sind? Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Möglichkeiten alle hat und dass man dann den Sendern die Möglichkeit gibt, sich zur richtigen Zeit richtig zu entscheiden. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwelche Garantien auszusprechen oder zu sagen, dieses oder jenes muss dort geschehen, sondern ich glaube einfach, und wir hatten das Thema, ich kann da auch nur anknüpfen an das, was Herr Schenk und Herr Bellut gesagt haben. Es gibt eben jetzt auch andere Player auf dem Markt, die man vorher nicht so hatte. Und die Gefahr ist natürlich, dass die einfach ein Portal sind, wo sich die Leute so dran gewöhnen, dass sie dann andere Dinge gar nicht mehr nutzen. Jeder wird ja seine eigenen Erfahrungen auch machen. Bei mir ist es so, ich gucke meistens einmal, was läuft in der ARD, ZDF, Arte, Dreisat, RBB. Wenn dann da nichts ist, was mich in dem Moment anspricht, dann gehe ich online. So, und da muss man doch irgendwie schauen, wie man die vielen attraktiven Sendungen und Formate, die es gibt in ARD und ZDF, so anbietet, dass die Leute dann auch sagen, das ist ein Portal, das lohnt sich für mich.
Und da erhöht man die Attraktivität, wenn man die Kräfte bündelt. Also von daher denke ich, dass das schon der richtige Weg ist, es zu ermöglichen, damit nicht irgendwann der Zug abgefahren ist. Also ich muss sagen, so eine Idee einer gemeinsamen Mediathek fände ich auch sehr attraktiv. Ich finde es auch manchmal etwas ermüdend, mich immer durch die einzelnen Mediatheken dann zu wühlen, zumal das, wenn ich es tatsächlich über den Fernseher mache, also über die Benutzeroberfläche vom Fernseher, ist es noch mühsamer, die Sachen tatsächlich zu finden. Meistens ist es am einfachsten, wenn man sie per Google im Computer nämlich sucht, dann findet man sie am sichersten. Bitte? Ja, aber selbst wenn man bestimmte Stichworte eingibt, ist man manchmal leichter dabei. Wobei, das muss ich auch sagen, Frau Wille, es tut mir jetzt leid, dass ich finde, dass die Sachen in der ZDF-Mediathek sehr viel leichter zu finden sind als in der ARD-Mediathek. Ich wollte noch mal zurückkommen auf das Thema Kulturplattform des ZDF. Die ARD plant sowas Ähnliches. Das ist jetzt aber erstmal auf Eis gelegt worden. Warum? Weil das Ganze unter dem Vorbehalt stand, dass die Beitragserhöhung zum 1. Januar 2021 kommt. Das war von Anfang an klar. Die ARD-Anstalten und auch das ZDF hatten dafür keine zusätzlichen Mittel angemeldet, sondern haben gesagt, wir stemmen das aus dem Bestand, diese Kulturplattform. Wir werden das aus dem Bestand realisieren, aber dass sozusagen gar keine Beitragserhöhung kommt, war dann der Vorbehalt und deswegen ist es im Moment zum Stoppen gekommen. Das wirkt so ein bisschen beleidigt, so nach dem Motto, wir kriegen das Geld nicht, jetzt machen wir das auch nicht. Wäre das nicht was, womit die ARD sich profilieren könnte? Also beleidigt nicht. Das würde ich jetzt mal nicht so stehen lassen. Also wir, weil Sie gerade bei dem Thema Mediathek waren, die ARD ist ja im Moment, wenn Sie das verfolgt haben, dabei sehr vielfältig, die ARD-Mediathek werden zu lassen. Sämtliche dritten Programme, sprich die Landesrundfunkanstalten, auch der Mitteldeutsche Rundfunk, sind Teil dieser ARD-Mediathek geworden. Wir haben keine eigene Mediathek daneben mehr. Es ist sozusagen viel mehr Vielfalt dazugekommen. Und ich glaube, was auch in dem letzten Jahr deutlich geworden ist, wie wir intensiv an Themenwelten arbeiten. Wir haben, und wenn wir bei dem Thema Kultur sind, wir haben jetzt Ostern gestartet, eine große Themenwelt Kultur, dazu kam eine Themenwelt Klassik. Und wir arbeiten im Moment auch daran, dass die Partnerprogramme integriert werden in Abstimmung mit dem ZDF, dass beispielsweise auch Funk ist jetzt integriert, Arte ist jetzt integriert in die Mediathek. Und wir sind, was die Zusammenarbeit anbelangt, im Basisbereich, würde ich es mal formulieren, im technologischen Infrastrukturbereich. Wir haben eine gemeinsame Login-Funktion. Wir sind dabei, die Vollsuche auszubauen, dass wir uns wechselseitig finden. Wir sind dabei, einen gemeinsamen Player zu entwickeln. Also da passiert richtig was sozusagen in der Basis, in der technologischen Infrastruktur, dass es ein richtig großes Angebot ist, ein unheimlich vielfältiges. Und ich bin mal selbstbewusst und sage, so vielfältig, so regional und so national und auch europäisch mit Arte zusammen, das ist jetzt, kann sich mittlerweile auch sehen lassen. Und die Zahlen belegen das. Wir haben einen riesen Wachstumssprung in einem Jahr jetzt gemacht in der ARD-Mediathek. Also da tut sich was. Wir hatten Nachholbedarf, aber da tut sich wirklich was. Sie haben ja neulich in der FAZ geschrieben, wie wichtig die Kultur ist und wie wichtig auch der Aufbau eines solchen Netzwerks wäre. Könnten Sie das jetzt nicht vielleicht mit etwas weniger Geld trotzdem vorantreiben? Also wir sind dabei, konzeptionell darüber nachzudenken. Wie kann man trotzdem, gerade in der Phase, wo wir über Neustart Kultur in Deutschland sprechen, wo die Kulturbranche so, also ganz besonders überproportional auch betroffen war von dieser Pandemiezeit, was wir mit Partnern doch starten können. Also da sind wir in der Diskussion und ich bin mir sicher, dass weder das ZDF und meine ARD-Kollegen sich dem verweigern und wir sind, sagen wir mal, im Gespräch, dass wir nicht warten, bis vielleicht irgendwann, und das wäre erstmal ein Worst Case, irgendwann 2022, 2023 erst diese Beitragserhöhung käme. Also ich glaube, da Kultur einer Gesellschaft Sinn stiftet, ist es gut, dass wir jetzt nochmal konzeptionell rangehen und überlegen, was wir mit den Mitteln machen, was wir dafür hätten. Herr Schenk, ich habe, wie gesagt, im Medienstaatsvertrag gelesen, dass das Wort Kultur da sogar zweimal drin steht, ausdrücklich. Ist das jetzt was, wo Sie sagen, das ist dann Aufgabe der Gremien, darüber zu wachen, dass das auch tatsächlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ausreichend vorkommt? Und zwar auch, was ja auch im Medienstaatsvertrag steht, eben auch in den Angeboten, die populär sind, die viele Menschen erreichen. Ja, absolut. Es steht nicht ohne Grund drin. Es ist, gehört, glaube ich, aus unserer Sicht ganz klar zu diesem Teil der eingangs angesprochenen Unterscheidbarkeit. Die Frage, die damit verbunden ist, natürlich immer noch, wann wird es auch platziert, in welchem Rahmen des Programms? Ja, also wir reden mal über die Primetime.
wenn ich mich jetzt mal in die Situation des Zuschauers begebe und in den Sommer hineingucke, dann muss ich feststellen, dass also ein Kulturmagazin, weil wir gerade über Kultur sprechen, TTT, ist jetzt irgendwie auf kurz vor Mitternacht verbannt worden. Oder nach Mitternacht, je nachdem, wie lange der Film vorher ist. Weil Anne Will aushält und statt 60 Minuten kommt jetzt noch 90 Minuten ein Film. Und so etwas kann man auch mal auf einen früheren Zeitpunkt legen. Mhm. Es war auch in der Vergangenheit schon mal so. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man mitdiskutieren muss. Und uns schwebt ja etwas vor, was eben schon angesprochen worden ist, auch zu gucken, wie wird dieser neue Auftrag auch angenommen, wie wird er auch umgesetzt. Ja? Ob das dann durch die Gremien oder ob nochmal sagen eine externe Beauftragung kommt. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, gegenüber den Zuschauerinnen und Zuschauern, auch gegenüber den Parlamenten Rechenschaft ablegen sollten an dieser Stelle. Und deshalb ist das ein Gedanke, der noch nicht zu Ende ausgeformt, auch noch nicht zu Ende diskutiert ist in unserem Kreis, aber der durchaus auf Sympathie dort trifft und von dem ich mir auch vorstellen könnte, dass er am Ende dann auch als ein Element in diesem neuen Staatsvertrag mit verankert werden sollte. Also konkret wären das eben genauere Berichtspflichten und Zielvorgaben, die die Gremien machen könnten. Ja, also das muss man diskutieren, ja, und wie weit man das dann auch mit Zielen untersetzt. Ich habe ein großes Zutrauen in die eigene Programmdurchführung der Anstalten dort. Ich glaube, sie spüren auch, welche Erwartungen da sind und wie man auch die Interessen der Bevölkerung hier richtig erreichen kann. Aber darüber dann auch regelmäßig sich berichten zu lassen, ich glaube, das ist dann umgekehrt auch, gehört das auch dazu. Dazu, das ist natürlich ein heißes Thema. Ja, bitte. Ich war ja auch lange Jahre Programmdirektor, jeder nicht rechtliche Programmdirektor oder Direktorin möchte auch mit Kultur gute Quoten oder viel Resonanz bekommen. Es ist halt nicht so ganz einfach. Ja. Und der Kulturbegriff ist sehr weit. Ja. Ein guter Fernsehfilm ist natürlich auch Kultur. Erreicht ein viel größeres Publikum. Ja. Klassische Musik ist halt etwas schwieriger, also ein weites Feld. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben, und die ARD hat das mit Sicherheit auch, der MDR, eine Selbstverpflichtungserklärung. Ich muss mich gegenüber meinen Gremien verpflichten und die sagen mir dann auch, was sie erwarten, Herr Grimm ist ja auch dabei, was zum Beispiel im Kulturbegriff möchten Sie dort sehen, was möchten Sie mehr haben, welche Ziele sollen wir verfolgen und leider ist das dann verbindlich. Es ist zwar keine Strafe festgelegt für mich, ja, aber man kann es sich nicht leisten, das zu ignorieren. Nein, es gibt diese Ziele schon. Insofern sehe ich diese Diskussion als Fachdiskussion, was man da machen kann. Ich bin gar nicht dagegen, das zu definieren. Die Information, jetzt hat es auch die Privatsender die Erkenntnis ereilt, dass Informationen wichtig sind für das Publikum. Das finde ich toll, das begrüße ich. Wir haben das immer getan, auch in Zeiten, in Dürrezeiten, wo es nicht so gefragt war. Also da sind wir doch offen für Debatten. Wir wollen uns ein klares Profil wollen wir haben, das jeden überzeugt, weshalb er diesen Beitrag zahlen muss. Klar? Naja, aus den Gremien hört man aber auch gelegentlich, dass Sie nicht so zufrieden sind mit den Berichten, die die öffentlich-rechtlichen Sender da vorlegen. Herr Holznagel, wie sehen Sie das mit der Aufsichtsfunktion? So ein bisschen an die Uni-Situation von vor 20 Jahren. Also die Frage, die Sie stellen, ist ja, es gibt einen bestimmten Auftrag und stelle dir vor, er wird nicht eingehalten, auch nur von einzelnen Akteuren. An der Uni ist man so vorgegangen, dass man ein Exzellenzcluster definiert hat und dann mittelmäßig Sonderzuweisungen gegeben hat. Das hat dazu geführt, dass die Universitäten sich extrem angestrengt haben, exzellent zu werden. So, man kann natürlich auch einen Teil des Rundfunkbeitrags rausnehmen und Herr Schenk hat das ja schon angesprochen, und für bestimmte Projekte dann zuweisen, meinetwegen nach einem Wettbewerb, wo dann die Anstalten selber entscheiden, wer die Besten sind. Was man an der Uni auch noch beobachten kann, ist, dass man von der kameralistischen Haushaltsführung weg ist und wir ja zum Beispiel als Institut von der Uni die Institutsräume selbst mieten. Also das ist ja sowieso ein Problem, was sich stellen wird, wenn jetzt verstärkt auch nonlinear verbreitet wird, ich sag mal, werden muss. Dann müssen Sie ja mal durchrechnen, was die Kostenanteile überhaupt für das Nonlineare sind. Und dafür brauchen Sie eben vermutlich eine neue Art der Rechnungsführung, die dann zu ganz anderen
Steuerungsform kommt. Also ich sehe, dass, und da würde ich jetzt nicht immer so negativ sein, die Anstalten, glaube ich, haben sich in den letzten Jahren schon sehr bewegt und auch in der ARD, die jungen Leute, die gehen da mit großem Engagement voran. Auch die Länder, wenn ich das vergleiche im internationalen Maßstab, ist der letzte Rundfunkstaatsvertrag schon sehr weitgehend, dass man eben den Auftrag erweitert hat auf den Telemedienbereich, dass man Verlinkungen, Online-only, die Verweildauern sind nicht mehr so starr. Also da sind Riesenschritte gegangen. Ich glaube, dass wir in Europa mit die beste Rechtsverfassung haben. Mhm. Es besteht überhaupt gar kein Grund, irgendwie jetzt Trübsal zu blasen. Wir haben natürlich, wenn mir das noch gestattet ist, ein Grundsatzproblem. Und das haben im Moment alle in der Gemeinschaft hier. Wir erleben, dass in der Gesellschaft sozusagen jede Gruppe, jedes Teilsystem nur noch seine Interessen verfolgt. Und es wird immer schwieriger, etwas Gemeinsames zu definieren. Ich vermute mal, Sie beide in den Staatskanzleien machen den ganzen Tag nichts anderes als Interessengruppen, die man eigentlich gar nicht mehr koordinieren kann in der heutigen Zeit, irgendwie zu koordinieren. Also ich als Staatsbürger habe das ja mit Corona verfolgt und gesehen, wie schwierig das evident war. Und dieses Problem haben die Medien auch die Universitäten. Und es gibt jetzt Soziologen, also der berühmte Armin Nasemi zum Beispiel, der sagt, das geht gar nicht mehr. Die Systeme sozusagen stehen isoliert da und wir müssen erleben jetzt, dass in der jüngeren Zeit kein System mehr bereit ist, irgendwelche Kompromisse zu machen, wie ja auch die vielen Einzelnen immer weniger bereit sind, von sich abzusehen. Und ich denke, wenn das so ist, dann hat man als Demokratie ein ernsthaftes Problem. Und es ist weder so, dass die Politik noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch die Universitäten widerspruchslos quasi ein Zerfall der Gesellschaft, wo das Gemeinwohl nicht mehr definierbar ist, zulassen können. Weil dann können wir zumachen. Dann können wir als Uni eigentlich nur noch für bestimmte Interessensgruppen Leute ausbilden. Das Problem stellt sich überall. Das klingt ja jetzt sehr pessimistisch, aber genau da wäre doch jetzt auch die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefragt. Also genau da könnte er sich doch jetzt auch beweisen. Das ist die Vernetzungsstrategie. Hat ja Frau Willige dargestellt. Das ist ja das. Deswegen spreche ich auch vom Grundgedanken eines Kommunikationsnetzwerkes. Wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, wie schaffen wir es mit unseren medialen Möglichkeiten, dass ein gesellschaftlicher Verständigungsprozess stattfinden kann. Dass nicht tatsächlich nur Einzelinteressen nebeneinander stehen, sondern dass Gespräch, Diskurs, Diskursfähigkeit entwickelt wird. Das stellen sich Fragen natürlich auch an uns. Also welche Rolle hat dann Journalismus? Muss Journalismus auch mehr eine Rolle übernehmen als so eine Art gesellschaftlicher Gesprächsanwalt? Das Moderierende mit, ist das Teil des journalistischen Berufes? Das sind Dinge, über die wir diskutieren müssen und ich glaube auch erproben müssen, Erfahrungen sammeln müssen, einfach auch Wissenschaft hinzuziehen. Ich glaube, wir damals, als das duale Rundfunksystem eingeführt wurde, da haben wir große Kabelpilotprojekte in Deutschland gemacht und überlegt, wie geht denn das eigentlich? Jetzt sind wir wieder in so einer schwierigen Phase, wo wir darüber nachdenken müssen, wie schaffen wir diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie kann Demokratie funktionieren im Internet? Und deswegen auch da wäre die spannende Frage, müssten wir nicht mehr erproben, ausprobieren? Aber welche Ansätze gibt es denn genau, diesen Diskurs stattfinden zu lassen? Ich finde, die Talkshows können es nicht sein. Also das zeigt sich im Moment, dass sich das eher totläuft, oder? Also ich kann zum Beispiel ein Thema vom Mitteldeutschen Rundfunk, das ist ein Online-Tool, was wir eingeführt haben, wo wir regelmäßig, heißt MDR fragt, zu bestimmten Themenstellungen Bürgerinnen und Bürger hier in Mitteldeutschland bitten, ihre Meinung zu äußern. Das wird unheimlich intensiv genutzt. Das ist dieser Podcast, wird auch kommuniziert. Bürger machen Programm. In Teilen, weil wir auch beispielsweise Experten finden, die wir dann hinzuziehen zu bestimmten Themenstellungen, wo wir verschiedene Sichtweisen brauchen. Also insofern ja auch. Mhm. Herr Bellut, Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Sie meinen, das Prinzip Talkshow funktioniert weiter, um den Diskurs zu befördern in der Gesellschaft?
Ja, es ist ja nur ein Element. Es ist ja nur eine Ergänzung. Ich lese auch bei Ihnen sehr oft die Kritiken an Talkshows. Aber wenn ich zum Beispiel Markus Lanz sehe in dieser Pandemiezeit, wie das Interesse dort hochgegangen ist für wirklich schwierige Debatten, die dort geführt werden, übrigens auch beim jüngeren Publikum, ist das ermutigend, finde ich. Es ist ein Angebot. Klar, ich weiß auch, was viele daran stört. Das ist Talkshows und wir auch neigen dazu, immer weniger Menschen, Teilnehmer an diesem Diskurs im Blick zu haben. Wir müssten den Horizont weiten. Ja, das schließt ja auch dann daran an, was du gesagt hast. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir alle damit erreichen. Das ist aber eigentlich nichts Neues. Das, was Sie, Professor Holznagel, vorgetragen haben, war alles richtig. Das steht teilweise so in den Senderichtlinien des ZDF, die stammen aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also die Themen haben sich gar nicht so verändert. Da steht zum Beispiel dieser Integrationsauftrag an die öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr genau beschrieben. Wir haben ihn vielleicht in der Vergangenheit nicht immer in den guten Zeiten intensiv genug betrieben. Ja, und in diesen Krisenzeiten, die wir jetzt haben, spürt man das. Ja, und wir müssen uns stärker rechtfertigen, als es eigentlich gut ist für uns. Das ist für mich eigentlich nur Ansporn, sich da ranzuwerfen. Nur das ist verdammt schwer, mit Sendungen zum Beispiel wirklich das Publikum zu erreichen. Was ist das? Das ist eine abstrakte Masse. Mit wissenschaftlichen Studien bin ich sehr gut unterwegs und weiß etwa, was das Publikum will, was es denkt. Ich kriege jeden Tag Beschwerden und weiß auch, was aneckt. Ja. Aber diese richtig klasse, überzeugende Diskussionsstruktur, die ist immer noch nicht erfunden. Ja. Das ist schwer, aber dass man sich anstrengen muss, ist klar. Und das Internet bietet auch neue Möglichkeiten. Ich würde dem gerne noch zwei, drei Gedanken hinzufügen da, weil ich glaube, der Diskurs muss nicht nur innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen durch entsprechende Formate. Ich glaube, wir müssen auch die Gesellschaft befähigen, diskursfähig zu sein, also durch Bereitstellung von Informationen. Und es ist dann auch an uns, an der Politik, entsprechende Formate zum Beispiel dann zu schaffen, um den Austausch mit den Bürgern. Aber den Bürger zu informieren, ihn nicht nur zu belehren, das ist etwas, was viele, glaube ich, heute eher abstößt und sie ärgert, ein häufig Belehrender, sie sollen sich so und so verhalten, aber sie in die Lage zu versetzen mit Informationen und diese Informationen auch nicht nur sagen national, international, sondern auch durchaus regional, sie zu befähigen, an politischen Diskussionsprozessen teilzuhaben. Und das geht deutlich über die Vertreter heute hier hinaus. Es ist auch regionales Fernsehen, es ist regionales Radio, das ist die Lokalzeitung. Denn da sehen wir ja, wie diese Strukturen insgesamt unter Druck sind und damit auch sagen, insgesamt die Bindekraft in unserer Gesellschaft damit gefährdet, weil da gibt es ja Nachweise in Studien, dass das Engagement im Ehrenamt beispielsweise nachlässt, wo diese breite Publikationstätigkeit nicht mehr da ist. Wir sehen den Rückgang von Beteiligung an Wahlen, wo nicht mehr regelmäßig über die Dinge in Regionen informiert wird. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, nach wie vor diese Bereitstellung von Sachverhalten und Informationen. Und das ist etwas, was sicherlich auch ganz eng mit dem Öffentlich-Rechtlichen korreliert. Beginnt das nicht eigentlich, diese Diskursfähigkeit, mit der Kultur des Zuhörens, die wieder stärker gefördert werden müsste? Ja, und wir merken natürlich auch, dass, das muss man ja auch mal einfach sagen, der öffentliche Rundfunk genießt ja auch ein großes Vertrauen insgesamt in der Bevölkerung. Und ich finde das, und darum dreht sich ja auch die Diskussion, das Entscheidende ist ja, dass eben auch diejenigen, die vielleicht sich da nicht von vornherein, weil sie nicht so auf dieses lineare Programm gepolt sind, angesprochen fühlen, dass man die eben wieder stärker erreicht und auch jüngere Zielgruppen dort ranführt. Dass einfach klar ist, es gibt nicht nur in den sozialen Netzwerken verschiedene Meinungen, die stehen alle gleichberechtigt nebeneinander und man sucht sich die aus, die einem passt, was zu einer unglaublichen Polarisierung führt, wo am Ende Fakten überhaupt gar nicht mehr die Bereitschaft besteht, Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und ich glaube schon, und da, wo das ausprobiert wird oder wo es auch schon erfolgreich gemacht wird, da hat es ja dann auch Wirkung. Und ich glaube, da den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zu befördern und weiter in die Richtung zu bekommen, dass man einfach hier mit der Zeit geht und das auch konsequent nutzt. Das ist das, was da einfach der dauernde Auftrag ist und wo wir jetzt im Prinzip auch wieder dran arbeiten. Und da sind, glaube ich, diese beiden Punkte, Flexibilisierung und dieser Plattformgedanke, das sind die beiden entscheidenden Punkte aus meiner Sicht bei der Reform, die jetzt ansteht, damit man dann eben auch diese Diskursfähigkeit dort erhält.
Ich sehe gerade, hier kommt eine Frage eines Zuhörers von außen, der sagt, die Tagesprogramme bis 20 Uhr von ARD, ZDF, Dritte, ARD One und ZDF Neo bestehen fast nur aus Unterhaltung, Boulevard und populären Infosendungen. Das bringt mich nochmal zu einer Frage, Frau Wille. Es gab so eine Initiative Klima vor Acht, die eigentlich die ARD lange darauf gedrängt hat, dass die ARD doch so ein Format machen sollte wie Wissen vor Acht, Klima vor Acht. Jetzt machen das die Privaten. Haben Sie sich da nicht geärgert, dass RTL das jetzt macht und nicht das Erste? Also das reizt mich jetzt ungeheuer. Ja. Und Sie sind ja... Nein, entschuldige, Carola. Ja. Also ich würde es nicht machen. Ich sage Ihnen auch, warum. Die Journalistinnen und Journalisten bestimmen, welche Themen gesetzt werden. Das ist das Prinzip der freien und offenen Medien, nicht gesteuerter Medien. Aber und Klima ist nun mal ein wichtiges Thema. Klima, ganz wichtig, ganz wichtig. Danach kommt das nächste Thema. Wer bestimmt denn, was wichtig ist? Sie? Ich? Nein. Das bestimmt wirklich eine große Redaktion in verschiedenen Abteilungen. Also ich lehne es wirklich ab, Sendeplätze an Einzelne aus Überzeugung. Ich wundere mich, dass es eine Börse vor acht gibt, aber kein Klima vor acht. Also das kann man ja schon mal fragen. Naja, die Börse ist eine Informationssendung. Wir haben so etwas nicht. Aber ich finde es falsch. Ich finde es falsch. Die Themen ändern ständig. Im Augenblick ist in der Tat Klima ein brennendes Thema. Aber wir haben auch das Thema Arbeitsplätze, soziale Ungleichheit und so weiter. Ja. Wer definiert das? Nein, das geht nicht. Wir können in den Gremien darüber diskutieren, in den Redaktionen. Aber ich finde es falsch, so etwas vorzugeben. Ja. Denn damit macht man auch Politik. Ist das unsere Aufgabe? Nein. Sie haben gesagt, wir sollen informieren. Ja, aber das ist schon eine Wertung, wenn man so etwas. Aber mit Börse vor acht machen Sie natürlich genauso Politik. Ja, das ist jetzt auch nicht. Das reicht schon weiter, ja. Erstmal kann ich nur sagen, ich finde es gut, dass private kommerzielle Rundfunk ganz viel Public Value Inhalte entdeckt. Diese Gesellschaft, verträgt ganz viel, unendlich viel Public-Value-Inhalte vom gesamten Mediensystem und wir brauchen die. Insofern finde ich das gut. Und im Übrigen, was das Thema Börse vor acht anbelangt, bin ich bei Ihnen, dass man natürlich in den heutigen Zeiten drüber nachdenken muss, was ist der relevante Inhalt, der kurz vor acht im ersten deutschen Fernsehen sein sollte. Und ich glaube, es gibt auch neue Überlegungen. Morgen spricht ja hier die Programmdirektorin, die neue Christine Strobel, zu Programmschwerpunkten im ersten deutschen Fernsehen. Ich glaube, wenn wir über Relevanz in den heutigen Zeiten nachdenken, denken wir auch darüber nach. Herr Grimm, Herr Schenk, ich würde gerne jetzt nochmal auf die Gremien zurückkommen. Wir hatten ja vorhin gesprochen über diese Zielvorgaben, die gemacht werden könnten, um darauf zu achten, dass eben dieser Auftrag auch eingehalten wird. Was ich vermisst habe in diesem neuen Medienstaatsvertrag, ist vielleicht auch nochmal ein Ansatz, die Gremien anders zusammenzusetzen. Gibt es da Überlegungen? Also wir hatten, das ist jetzt nicht der Medienstaatsvertrag, über den Sie reden, aber beim RBB-Staatsvertrag hatten wir dort auch Anpassungen vorgenommen. Ich weiß auch nicht, Sie hatten vorhin gesagt, Versteinerung und so weiter. Wenn ich mir jetzt den Fernsehrat anschaue, so versteinert sieht es jetzt eigentlich gar nicht aus. Ja, ich bin ja auch neu in dem Gremium. Ich finde das eigentlich recht bunt. Ja, beim ZDF, pardon, genau. Aber man muss natürlich sich überlegen, wie bildet man so eine vielfältige und pluralistische Gesellschaft dann ab? Und da muss man natürlich ein überzeugendes Konzept haben, was dann alle auch wirklich unterstützen. Und wir haben darüber auch durchaus nachgedacht. Das ist nicht so einfach zu finden. Und von daher, ich denke, man muss das immer im Blick behalten. Aber ich wüsste jetzt auch noch nicht, was ist die überzeugende Antwort, wie man jetzt solche Gremien anders besetzen könnte. Also Moment, es gab ja im WDR den Ansatz, Gremienmitglieder zu wählen. Also da konnten Leute kandidieren, die Rundfunkräte konnten die vorschlagen. Ich glaube, das ist jetzt wieder kassiert worden mit dem neuen WDR-Gesetz. Sowas wäre ja durchaus ein Ansatz.
Ja, sicherlich. Aber die Leute, die jetzt entsendet werden, sind ja auch gewählt. Es ist auch ein recht breites Spektrum aus der Bevölkerung. Mhm. Man kann sich natürlich immer wieder auch darüber unterhalten, ob bestimmte Gruppen dann irgendwie überrepräsentiert sind. Es ist auch jedes Mal, wenn es an so eine Reform gibt, stehen eine ganze Menge an Institutionen Schlange, die dort auch alle dann rein wollen, weil sie bisher nicht genug berücksichtigt sind oder ihre Themen im Programm berücksichtigt sind, wo man natürlich auch sagen muss, das ist eigentlich nicht der Auftrag, dass man jetzt dort immer sitzt und darauf achtet, dass das eigene Thema genug gepusht wird. Natürlich nicht. Das ist ja auch grundsätzlich so festgeschrieben. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht sogar betont, dass die Gremienmitglieder ihre eigenen Interessen da nicht so zu sehr einbringen sollten. Aber genau das bringt mich zu der Frage, müsste man nicht dafür sorgen, dass mehr Sachverstand auch in den Gremien vertreten ist? Also ich glaube, es ist schon viel Sachverstand vertreten. Ich denke auch, dass dort wichtige Debatten geführt werden und das, was jetzt vorhin schon angesprochen wurde, dass man dort noch überlegt, über Einschaltung externer und so weiter noch was Zusätzliches zu schaffen, das werden wir sicherlich noch diskutieren, das ist sicher ein spannender Punkt. Man muss aber auch insgesamt aufpassen bei dem ganzen Gremienwesen, dass es nicht überhand nimmt. Ja? Also das frisst auch irgendwo Ressourcen und hat seine Berechtigung. Aber irgendwo ist es ein Ehrenamt, was man dort auch wahrnimmt. Das muss man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit machen. Und da gehört dann auch ein gewisser Zeitaufwand mit hinzu. Herr Holznagel, sind Sie damit einverstanden, dass da genug Sachverstand in den Gremien vertreten ist? Da ist, denke ich, überall genügend Sachverstand. Im Zweifel kann ein Rundfunk- oder Fernsehrat auch externen Sachverstand heranziehen. Die Probleme, die wir jetzt alle haben, die haben wir ja hier diskutiert. Also die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, dieser unglaubliche Kapitalzufluss, die großen amerikanischen Unternehmen haben, wogegen man praktisch aus Deutschland gar nicht an kann. Deshalb bleibt einem nur die regionale Orientierung und das wird ja vorangetrieben. Also ich denke, wir leben da jetzt in einer Umbruchphase, auch eine Banalität und da muss man sich oder wird man sich jetzt darauf einstellen müssen. Das ist, glaube ich, im Journalismus so, an den Unis so, auch zum Beispiel, was Sie ansprachen, ich will jetzt gar nicht Corona zitieren, aber in jedem Bereich ist die Wissenschaft auch im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit unter Angriff. Es ist ja keinesfalls so, dass Wissenschaft noch so akzeptiert wird wie noch vor 30 Jahren. Also da hat sich die Welt einfach irgendwie verändert. Und es sind, glaube ich, eher die Großverschiebungen, die jetzt die ganze Sache ein Stück weit destabilisieren. Ja? Also denken Sie jetzt an die Lage in den USA, der zustehende Konflikt mit China, Russland und so weiter. Diese ganzen Dinge, die fließen dann sehr mittelbar in so eine Gefühlslage. Also ich neige eher dazu, jetzt zu hoffen, dass das auf dieser Linie jetzt zum Kompromiss kommt seitens der Länder, dann können die sich konzentrieren auf die Finanzierung und vielleicht auch mit neuen Finanzierungsinstrumenten und dann geht man da voran. Das tun wir auch an der Universität, wir haben ja gar keine Wahl. Herr Schenk, wagen Sie eine Prognose, werden sich die Ministerpräsidenten einigen nächste Woche auf den Entwurf, der vorliegt? Na, so weit sind wir ja leider noch nicht, aber wir werden die Ministerpräsidenten unseres Chefs informieren und ich glaube, wir können Ihnen auch etwas Vernünftiges präsentieren und dann gehen wir in eine Anhörung. Da wird jeder auch nur noch die Gelegenheit haben, seine Ansichten zurückzuspielen zu dem, was wir erarbeiten. Aber dann geht es darum, dass wir im Oktober etwas dann einigen können und da bin ich eigentlich nach dem bisher laufenden Diskussionsprozess ganz zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Geplant ist ja eigentlich auch eine öffentliche Konsultation. Soll die dann vor Oktober noch laufen? Ja. Die wollen wir dann jetzt sehr zeitnah ja auf den Weg bringen. Wir müssen sehen, dass wir uns jetzt einigen untereinander oder dass wir zumindest so weit sind, dass wir etwas gut in diese Anhörung und Konsultation geben können. Und das soll ja auf jeden Fall vor Oktober, weil das muss ja dann einfließen oder soll damit einfließen, damit wir dann wirklich etwas Gutes dann auch im Oktober vorstellen können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieser Anhörungsprozess, der Konsultationsprozess, dass darüber diskutiert wird, dass auch klar ist, es geht darum, dass man eine Migration in den digitalen Raum ermöglicht, nicht, dass man abschaltet. Und das sind auch viele Dinge, weil Sie vorhin das angesprochen hatten beim RBB, was sicherlich auch dann nochmal wichtig wird, wenn wir das erneut angehen.
diesen öffentlichen Diskurs darüber, klar zu sagen, was man machen will, warum man es machen will, welche Vorteile es hat, welche Nachteile es hat und warum man dann in der Gesamtabwägung dazu kommt. Ich glaube, das ist wichtig, damit dort dann auch zumindest die Ängste, die unbegründet sind, abgebaut werden können. Noch dazu einen Satz sagen, also ich finde das sehr gut. Wir haben im Augenblick aber eine schwierige Lage, die Anstalten. Wir haben eine Beitragserhöhung nicht bekommen. Das heißt, wir werden alle ab dem nächsten Jahr, wenn es kein Urteil gibt, also dass das irgendwie ändert, werden wir Sparprogramme führen müssen. Insofern ist im Augenblick die Finanzierungsfrage für uns sehr schwer zu beurteilen. Ja, es läuft sozusagen ein aufgezwungenes Sparprogramm, das das Verfahren so nicht vorgesehen hat, auch nicht die Länder, wenigstens fast alle Länder. Ja. Und insofern finde ich den Zeitplan schon sehr, sehr fordernd. Ja. Denn ein Urteil ist im Augenblick noch nicht zu entdecken, also wann das kommen wird. Was bedeutet das denn fürs ZDF-Programm? Also wie werde ich als ZDF-Zuschauerin merken, dass Sie sparen müssen? Naja, es fehlen ab nächstem Jahr bei erheblichen Preissteigerungen, die wir jetzt haben, gerade in dem rundfunkspezifischen Bereich, für das ZDF 150 Millionen. Davon werden wir aus dem Programm mindestens 130, das ist halt die flexible Masse, herausholen müssen. Wir werden also weniger Aufträge herausgeben und es wird der Wiederholungsanteil steigen. Das ist noch nicht dramatisch, ja, ich will ja gar nicht die Welt so schwarz malen, aber es ist eine ganz klare Notwendigkeit. Ich muss ja ordentlich wirtschaften, das wird bei der ARD ähnlich sein und dann wird sich das auszahlen. Insofern hoffe ich, dass wir da Klarheit haben, damit wir dann auch sehen, wo wir eigentlich stehen in diesem Bereich. Nochmal, keine Klage, aber ein Unsicherheitsfaktor muss ich ja benennen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Klage noch zurückzunehmen? Also das frage ich mich immer, es ist ja immer ein Risiko, gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, dass man irgendwie jetzt überlegt, wie man das auch so noch klar kriegt. Vielleicht naja, aber dann müssen Sie ja die Wahlen nächsten vier Jahre ohne, mit weniger Geld auskommen, oder? Ja, dann muss man eben einen Sparplan machen und wenn alle Länder da zustimmen, dann könnte man ja sowas auch für erledigt erklären oder sowas in Karlsruhe. Ich frage einfach. Ehrlich gesagt, mich überrascht das etwas, dass es jetzt ausgerechnet von Ihnen kommt, Herr Holznagel, weil Sie hatten damals den öffentlich-rechtlichen Anstalten empfohlen, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Natürlich. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die einstweilige Anordnung dort durchgekommen wäre, aber vor Gericht sind die Spielregeln ja immer andere. Und wenn so ein breiter Konsens da ist, wie ich ihn jetzt raushöre, ich bin ja jetzt in der Wissenschaft und ich kann ja quasi erzählen, was ich will, also oder was ich für richtig halte, das finde ich jedenfalls erwägenswert, sich sowas alles nochmal zu überlegen. Frau Wille. Also ehrlich gesagt, ein wissenschaftlich, aber praktisch schwer vorstellbares Szenario, weil das würde ja bedeuten, dass der Landtag in Sachsen-Anhalt der Beitragserhöhung noch zustimmt. Jetzt gucken wir erstmal, wie die Wahlen im kommenden Wochenende da ausgehen. Und was für mich ein entscheidender Punkt ist, ich würde schon gern, und deswegen sind wir ja dahin gegangen, ja, auch wegen den Summen, aber dass wir klar einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit gesehen haben. Und das ist ein Punkt, den man klären muss. Also ich finde, das ist im Interesse von uns allen zu schauen, wo Freiheitsrechte ihre Grenzen finden und wo Freiheitsrechte geschützt werden müssen. Ich finde, unabhängig davon, ob das jetzt letztlich durchs Bundesverfassungsgericht entschieden wird, wie es im Moment aussieht oder nicht, muss man auch das Urteil vielleicht einfach als Chance nehmen, um sich das Verfahren insgesamt dann nochmal genau anzuschauen. Und das könnte genau der Punkt sein, der denn alle da nochmal. Und das wollen Sie ja im nächsten Schritt dann tun, wenn Sie sich über den Auftrag geeinigt haben. Ja, ist das denn? Das war bisher nicht optimal. Und das muss man auch sagen, ist auch für ein Landesparlament immer irgendwo schwierig, wenn es letztlich nur die Wahl hat. Das ist jetzt festgestellt, das musst du jetzt entsprechend beschließen. Bitteschön. Ja. Und das ist sicherlich etwas, was auch nicht optimal ist. Ich neige eher dazu zu sagen, wir schauen uns das dann mal an, wenn das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat und das ist dann der Auftakt für diese Debatte. Gut, dann muss ich das jetzt auch nochmal fragen, wird denn das Indexmodell dann nochmal neue Chancen haben? Das war ja eins, was wir intensiv miteinander diskutiert haben, hatte viele Fürsprecher, gab auch Kritiker, die nicht unbedingt Mitglied der Rundfunkkommission waren, die aber sozusagen über Landesregierung mitgesprochen haben dort.
Es ist, glaube ich, ein Modell, was mit dabei ist, aber es ist auch nicht verboten, weiterzudenken und über weitere Innovationen, wie man das machen kann. Kollege Grimm hat es angesprochen, natürlich gucken wir jetzt auch mal, welche Hinweise Karlsruhe uns mitgibt, aber dass man insgesamt an diesem System möglicherweise etwas ändern sollte, auch mit Blick auf die Einbeziehung der Parlamente, das ist, glaube ich, unbestritten und das sieht jeder, diese Notwendigkeit. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich auch noch über Index und so weiter gesprochen, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Obwohl es die zweite Phase ist. Genau, obwohl es die zweite Phase ist, was Sie ja im Moment auch überhaupt nicht beachten. Aber vielen Dank für die lebhafte Diskussion und ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.